Alles klar, vielen Dank. So, dann kann es losgehen. Hören Sie mich ganz gut? Dieses Callcenter-Mikrofon ist immer so ein bisschen, manchmal ein bisschen seltsam. Willkommen zur Vorlesung Einführung in die internationalen Beziehungen. Wir fangen mal damit an, was das hier ist. Also wenn Sie jetzt übrigens eine andere Vorlesung suchen als Einführung in IIB, dann sind Sie hier falsch. Die Vorlesung geht um internationale Beziehungen und ganz kurz ausgedrückt geht sie darum, dass wir bei internationalen Beziehungen immer dann interessiert sind, wenn irgendwas über den Staat hinausgeht. Also überstaatliche Probleme. Ein überstaatliches Problem ist zum Beispiel Terrorismus oder Klimawandel und die überstaatliche Lösungsansätze dafür. Ein überstaatlicher Lösungsansatz dafür ist zum Beispiel die UN. Wir machen hier einen großen Rundumschlag in der Vorlesung und wie Sie in der Folie vorher schon gesehen haben, da steht basierend auf der Vorlesung von Professor Anja Jeczke. Wie Sie sich denken können, bin ich nicht Anja Jeczke. Mein Name ist Patrick Theiner, ich bin akademischer Rat am Lehrstuhl und ich vertrete Anja Jeczke dieses Semester für die Vorlesung. Über mich müssen Sie vielleicht so ungefähr fünf Dinge wissen. Ich habe in Tübingen studiert, ich habe meinen Doktor in Dublin gemacht, ich mag Hunde, ich bin zu viel im Internet und ich habe einen unglaublichen Schnupfen. Deswegen wird Ihnen die Vorlesung heute von Paracetamol präsentiert. Wer die Vorlesung hier besuchen muss, sind zwei verschiedene Gruppen. Mal ganz kurz, wer ist im alten BA? Wer besucht die Vorlesung also als Modul BPOL 4? Okay, und wer ist im neuen BA? Alles klar, die überwältigende Mehrheit. Die Unterscheidung ist deswegen wichtig, weil Sie nicht genau das Gleiche belegen. Wenn Sie im alten BA sind, dann belegen Sie diese Vorlesung und ein Begleitseminar Ihrer Wahl. Wenn Sie im neuen BA sind, dann besuchen Sie diese Vorlesung und die Vorlesung Einführung ins politische System der BRD, gehalten von meinem Kollegen Simon Fink. Wie bekommen Sie Credits? Sie können dieses Modul nur auf eine Art und Weise abschließen, und zwar indem Sie die Klausur schreiben am Schluss, irgendwann im Februar. Und die Klausur wird beide Vorlesungen abdecken. Das heißt, Sie schreiben eine große 2-Stunden-Klausur. Die Zeit darin können Sie sich frei einteilen, aber Sie müssen über beide Vorlesungen Ihren Klausurteil schreiben. Kleiner Service für Sie. Die Vorlesung hier wird immer aufgezeichnet und sollte am Tag darauf auch in dem Mediacasts-Reiter in StudIP für Sie zur Verfügung stehen. Ich stelle es vielleicht auch auf YouTube, habe ich letztes Jahr gemacht und es hat sich irgendwie ganz gut bewährt. Also jedenfalls haben Sie die Möglichkeit, auch wenn Sie mal nicht kommen können, sollten Sie am Tag danach die Vorlesung nacharbeiten können. Und wie einige von Ihnen schon gemerkt haben, ich weiß nicht, ob ich es immer schaffe, aber ich versuche, dass ich am Tag der Vorlesung irgendwann morgens, wenn ich halt aus dem Bett rolle und fertig bin, irgendwann morgens die Folien online zu stellen. Das heißt, dass Sie sich die Folien ausdrucken und mitbringen können, wenn Sie drauf schreiben wollen, ist es schön. Ansonsten, wenn Sie die irgendwie auf dem Laptop oder Tablet irgendwie angucken wollen, können Sie das auch. Gut, jetzt nur ganz kurz für die, die hier, für die die Seminare relevant sind. Denken Sie daran, ne? Sie haben eine breite Auswahl an Seminaren, aber vorerst sind die nur für Studierende der alten BA-Ordnung. Also für Sie im ersten Semester jetzt sind die nicht relevant. Sie besuchen nur eins davon. Und Sie sehen, wir haben hier eine bunte Mischung aus Seminaren, die angeboten werden, sowohl in Deutsch als auch Englisch. Wählen Sie das, was Sie am meisten interessiert. Die sind alle gleichermaßen gut, was den Abschluss des Moduls angeht und können Ihnen unterschiedliche Dinge vermitteln. Gut, eine weitere Sache, die Sie vielleicht hilfreich finden werden, ist das hier. Das ist das Lehrbuch von Anja Jeczke zur Vorlesung, oder ich sollte besser sagen, die Vorlesung ist zum Lehrbuch von Anja Jeczke. Wenn Sie sich einen kleinen Spaß erlauben wollen, dann können Sie da versuchen, mal mitzulesen, während ich die Vorlesung hier halte. Wenn Sie ganz nett sind, kriegen Sie auch eine Widmung. Ich kann Ihnen das Buch empfehlen, tatsächlich nicht nur deswegen, also ich mache kein Geld, sondern Anja Jeczke, aber der Hintergrund an dem Buch ist, das sehen Sie im Seminarplan auch schon, jedes Seminarthema, jede Woche bekommt ein eigenes Kapitel im Lehrbuch. Das heißt, wenn Sie das nachvollziehen wollen mit deutlich mehr Details, als ich Ihnen geben kann, dann lohnt sich das Lehrbuch, kostet 25 € oder 20 €, wenn Sie gerne auf dem Kindle lesen. Die Kindle-Erfahrung ist nicht deutlich schlechter als die Papiererfahrung, kann ich Ihnen sagen. Gut, haben wir logistische Fragen? Soweit. Ansonsten können Sie mich auch gerne hinter der Vorlesung noch kurz anhauen. Alles klar, was machen wir heute? Wir schauen uns heute die Geschichte der internationalen Beziehungen an. Wir starten so ungefähr 1815 und wir enden so ungefähr 1915. Das Ziel der Vorlesung und auch der Vorlesung nächste Woche ist,
dass wir so ein bisschen den Überblick bekommen, wie hat sich dann das internationale System so entwickelt, was sind die wichtigen territorialen Veränderungen und die wichtigen politischen Veränderungen und dass wir über Europa hinaus auch so ein bisschen über den Tellerrand wegschauen und uns vielleicht andere Weltregionen angucken und uns überlegen, was hat sich da in diesen knapp 200 Jahren verändert. Das heißt, die Vorlesung zur Geschichte jetzt der internationalen Beziehungen ist in zwei Zeiträume gesplittet, und zwar einmal einen Zeitraum fürs 19. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg und einen Zeitraum danach. Gut, das ist das Inhaltsverzeichnis, das mache ich nur immer hier drauf, dass Sie es hinterher, wenn Sie die Folien anschauen, besser sich zurechtfinden. Ich erzähle Ihnen das nicht nochmal. Jetzt könnten Sie sich natürlich fragen, ich studiere doch Politik, warum muss ich jetzt nochmal Geschichte machen? Ich habe doch genau deswegen Politik gewählt, dass ich den Schrott nicht nochmal sehen muss. Hat aber natürlich einen guten Grund, also glauben wir zumindest. Es ist für Sie wichtig, dass Sie wissen, wie einzelne politische Einheiten, also zum Beispiel Staaten, sich entwickelt haben über die Zeit und dass die nicht immer gleich sind und dass das Zusammenspiel und die Interaktion zwischen diesen Einheiten, also zwischen Staaten, sich verändert hat über die Jahre. Zweitens sind Ereignisse oft voneinander abhängig. Also eine Sache, die in einem Staat passiert, kann sehr starke Auswirkungen haben auf das, was in einem anderen Staat passiert. Wenn Sie sich die heutige politische Situation angucken, dann wissen Sie sehr wohl, dass es Dinge gibt, die in anderen Staaten passieren, über die wir ständig nachdenken müssen und auf die unser politisches System ständig reagieren muss. Da interagiert also irgendwas miteinander. Und globale Phänomene, also irgendwas, was auf der obersten Ebene passiert, die wirken sich lokal aus, aber das war nicht immer gleich. Das verändert sich. Es ist früher mal was passiert, das zu irgendeinem Ergebnis geführt hat, das ist heute nicht mehr das Gleiche. Eine interessante Sache, die wir bemerken, wenn wir uns Geschichte mal so ein bisschen angucken, dann merken wir, dass politische Phänomene oder internationale Phänomene sich oft in Wellen verbreiten. Also das ist nicht irgendwie zufällig, dass da mal ein Staat unabhängig wird und da mal ein Staat irgendwie interveniert und hier mal ein Staat irgendwie seine Armee aufbaut, sondern das folgt gewissen Mustern. Das folgt Rhythmen. Aber die Rhythmen sehen wir nur, wenn wir nicht erst irgendwie vor 3 Jahren anfangen, uns internationale Politik anzugucken, sondern wenn wir einen weiteren Blick haben auf die Historie. Gut, das heißt, wir haben diese Geschichte der internationalen Politik unterteilt in diese zwei Zeiträume. Und eigentlich lüge ich natürlich ein bisschen, weil die 1815, 1915, 2015 zu schreiben, hört sich so schön sauber an. Aber eigentlich machen wir natürlich ungefähr so 1789 bis 1914 bis 2015. Aber das sieht einfach nicht gut aus. Das ist keine gute PR. Damit wollte ich sie nicht behelligen. Also habe ich es einfacher ausgedrückt. Das 19. Jahrhundert, über das wir heute vor allem sprechen, das wird auch das lange 19. Jahrhundert genannt, weil Sie sich die Zahlen ja mal angucken können. Ne? Klassischerweise denken wir, das 19. Jahrhundert, klar, fängt 1800 an und hört irgendwie 1899 auf. Aber einige eminente Historiker, darunter Eric Hobsbawm, der Herr hier, der aussieht, als würde er aus dem Harry Potter Film kommen, hat uns gezeigt, dass die Muster, die man im 19. Jahrhundert sieht, etwas vor Beginn von 1800 anfangen und sich auch etwas weiter als 1900 auswirken. Und er hat das hier nochmal ein bisschen unterteilt. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie sonst überhaupt nichts wissen über das lange 19. Jahrhundert, dann merken Sie sich nur diese 1, 2, 3 Punkte hier. Und dann wissen Sie so ungefähr, was los war in dem Jahrhundert. Also er hat diesen Zeitraum unterteilt in the Age of Revolution, also das Zeitalter der Revolutionen und der Umstürze. Er sagt ungefähr 1789 bis 1848. The Age of Capital, also das Zeitalter des Kapitals und der industriellen Revolution vielleicht und der Expansion von Kapital und Produktion. Und die Age of Empire, was für ihn 1875 anfängt und dann bis zum Ersten Weltkrieg geht. Und er hat über jedes von diesen Kapiteln so einen Wälzer geschrieben. Ganz interessant, aber ein bisschen zu viel Material. Aber für die Einteilung dieses 19. Jahrhunderts ist das super. Also wenn Sie sich überlegen, ne, Revolution, Capital, Empire, dann haben Sie schon mal die ganz großen Trendlinien dieses langen 19. Jahrhunderts und können sich daran erinnern. Hier jetzt in der Vorlesung heute gehen wir ganz konkret auf diese paar Punkte ein. Wir fangen an mit der sogenannten Ordnung des Wiener Kongresses. Wir schauen uns ein paar globale Trends und Entwicklungen an, die daraus folgten, und den geostrategischen Wandel, der das Resultat war aus diesen Entwicklungen. Wir gucken uns Kolonialisierung an, ganz kurz, wie sie in Afrika und in Asien funktionierte und was das mit den anderen Trends in dem Jahrhundert zu tun hatte. Wir kommen dann dahin, dass Deutschland und Japan aufsteigende Mächte waren
und dass das am Schluss zum Ersten Weltkrieg geführt hat. Und Spoiler Alert, also nach der Ermordung von Franz Ferdinand hören wir heute auf. Also das ist der Bogen, den wir heute schlagen. Gut, dann fangen wir mal an. 1789. Warum 1789? 1789 ging die Französische Revolution los. Also Liberté, Égalité, Fraternité, bla bla, Leute mit Fahnen und so, Bastille stürmen, alles, was sie so kennen. Und zu dem Zeitpunkt, als die Französische Revolution losging, da sah Zentraleuropa zumindest so aus. Ein unglaublicher Flickenteppich hier in Deutschland, das wissen Sie. Wir haben hier schon die Schweiz, wir haben hier unten das total zersplitterte Italien, genauso wie Deutschland, eine Ansammlung von Königreichen und Herzogtümern und so weiter. Wir haben hier Österreich, wir haben hier Brandenburg, noch nicht Preußen, Brandenburg und Schlesien und so weiter. Wir haben hier Ungarn, ja, in Personalunion mit Österreich. Und wir haben hier oben Polen. Und dann irgendwo hier am Rand der Karte Russland. Es war also ein Flickenteppich aus unterschiedlichen kleinen Ländereien. Kein wirklich großer, zentraler, übermächtiger Staat hier in Europa. Oder zumindest in Zentraleuropa. Und dann hatten wir die Französische Revolution. Viele, viele Dinge haben zur Französischen Revolution geführt. Die erzähle ich Ihnen nicht alle. Aber wir sollten uns merken, dass der Höhepunkt der Französischen Revolution damit erreicht war, dass 1793 Ludwig der 16. hingerichtet wurde. Die köpften also ihren König, bauten eine Republik auf. Und das hielt auch eine Weile, nämlich bis 1799, bis dann was anderes passierte. Und zwar passierte Napoleon. Napoleon der Erste bemächtigte sich also des französischen Staates und begann in den darauffolgenden Jahrzehnt praktisch ganz Europa zu überrennen. Und wenn Sie sich mal angucken, alles was jetzt, ne, in blau sehen Sie Frankreich und blau umrandet sehen Sie all das, was Frankreich in seinen verschiedenen Kampagnen eingenommen hat. Die sogenannten Napoleonischen Kriege gehen also von 1803 bis etwa 1815 und die waren extrem erfolgreich. Also Napoleon nicht nur ein genialer Schlachtenführer, sondern er hatte auch eine sehr starke Armee und er hatte eine Armee, die auf was basierte, was die anderen europäischen Staaten nicht hatten, nämlich der allgemeine, jetzt fällt mir nur das englische Wort ein, der allgemeine hat Leute eingezogen in die Armee. Ne? Okay. VVO-Phase. Er hat also diese Armee benutzt, um fast ganz Europa zu überrennen, bis er dann 1812 einen schweren strategischen Fehler machte. Und zwar machte er den Fehler, den viele Leute machten, und zwar nie im Winter nach Russland marschieren. Ganz schlechte Idee. Er marschierte also seine Leute nach Russland. Das war so ziemlich der letzte Antagonist, den er noch übrig hatte, außer Großbritannien, der letzte große Feindstaat, den er also noch hatte auf dem Kontinent. Die halbe französische Armee verhungerte. Da sind heute noch tausende französische Soldaten, die manchmal aus dem Permafrost irgendwie hochkommen in Russland, wenn es im Sommer mal ein bisschen zu warm wird. Er verlor also das meiste seiner Armee und auf dem Rückzug wurde er dann vernichtend geschlagen von den restlichen Alliierten, die jetzt endlich auch mal treten durften, als er schon am Boden lag. Die sogenannte Völkerschlacht von Leipzig, von der haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört, die fand 1813 statt und da wurde er also vernichtend geschlagen. Vernichtend geschlagen, damit meine ich natürlich, ne, für 100 Tage, denn er wurde danach ins Exil geschickt, ne, hier irgendwo in auf Elba ins Mittelmeer. Da hielt er es genau 100 Tage aus, ja, latschte an der Küste auf und ab, dachte ich, ja, den werde ich zeigen. Nach 100 Tagen konnte er das auch, floh aus Elba und begab sich auf einen siegreichen Feldzug durch Frankreich, in dem er dann Frankreich wieder umnommen hat. Und die anderen europäischen Mächte fassen sich natürlich an den Kopf. Ja, sag mal, also was muss man mit dem noch machen, dass man den mal ein bisschen klein hält? Und erst bei der Schlacht von Waterloo, die Sie natürlich auch alle kennen, ja, oder Waterloo sollte ich eigentlich sagen, weil das ist hier oben in Belgien und den Niederlanden, da wurde er also geschlagen. Eines meiner Lieblingszitate von Schlachtenlenkern kommt aus der Schlacht von Waterloo. Stellen Sie sich also vor, da steht der Earl of Uxbridge, also ein britischer Kommandant, sitzt auf einem Pferd neben dem Earl of Wellington. Ein Kanonenball fliegt vorbei. Und der Earl of Uxbridge sagt zum Earl of Wellington, By God, Sir, I've lost my leg. Und der Earl of Wellington sagt, By God, Sir, so you have. Ja?
Also so gehen Briten miteinander um, zumindest damals, wenn sie das Bein abgeschossen bekommen. Sie informieren sich gegenseitig nett darüber, dass da gerade was passiert ist. Trotz abgeschossener Beine und anderen Problemchen schafften sie es allerdings trotzdem, Napoleon zu besiegen bei dieser Schlacht. Und das Resultat war ein Europa hinterher, was sehr anders aussah. Jetzt, ich gehe nochmal zurück und vor. Sie sehen also, da ist eine Menge passiert. Da ist eine Menge passiert. Wenig ist blau umrandet, ja, und einige Sachen sind da ganz neu. Was davor und nachher passiert ist, also was den Vor- von dem Nachzustand unterscheidet, ist der Wiener Kongress. Gut. Die 1815, als die Welt jetzt endlich mal Napoleon geschlagen hatte und dann nach St. Helena verbannt, das ist irgendwo im Atlantik, so weit weg, dass kein Schiff auch nur zufällig vorbeifährt, da ist er auch gestorben, da steht auch heute noch ein Häuschen, in dem er gelebt hat. Nachdem die Welt also Napoleon besiegt hatte, kamen die Siegermächte zusammen und überlegten sich, okay, wie gehen wir jetzt mit der Welt um? Wie organisieren wir jetzt unsere Welt, nachdem wir diese Bedrohung vertrieben haben? Die Siegermächte, die wollten die sogenannten napoleonischen Reformen umkehren. Wie Sie das vielleicht noch aus der Schule oder anderen oder Ihrem eigenen Interesse wissen, Napoleon, immer dann, wenn er ein Land übernommen hat, hat da weitreichende Reformen durchgesetzt. Also nicht nur Landreformen zum Beispiel, einfach mal so ein paar Herzogtümer abgeschafft, weil braucht man nicht, sondern auch weitgehende Reformen, jetzt zum Beispiel, was Bürger- und Zivilrechte angeht, was ein Rechtssystem angeht, also ein Strafrecht und Ähnliches. Hat also eine Menge Neuerungen eingeführt. Und wie Sie sich denken können, als würde jemand bei Ihnen zu Hause in der WG irgendwie einmarschieren und dann einen Satz von Regeln verkünden, ist nicht so toll. Wenn Sie den rausschmeißen, versuchen Sie also erstmal Ihre eigenen Regeln zu machen. So ähnlich haben das die Siegermächte auch angegangen. Das Problem daran war aber nur, viele von diesen Veränderungen, die Napoleon einführte, also zum Beispiel territoriale Einigungen oder soziale Reformen, die ließen sich gar nicht bis sehr, sehr schwer umkehren. Das heißt also, das war die Kernherausforderung, vor der die Siegermächte standen. Sie wollten alle zwei Dinge, allerdings da waren sie einig, das müssen sie auf alle Fälle machen. Und zwar einmal müssen sie verhindern, dass es nochmal zu einer französischen Hegemonie kommt. Also dass Frankreich nochmal so groß und stark wird wie vorher. Da waren sich alle einig, nicht nur die Briten, sondern auch alle anderen. Und man wollte in Europa Krieg als Mittel von territorialen Gewinnen ausschließen. Also da, wo wir jetzt gerade sind, ist gut. Und immer hier Krieg hin und her, bringt ja nichts. Ne? Kostet nur Leben und Geld, macht nicht viel Sinn. Wäre also schön, wenn wir das ausschließen könnten. Wo die Siegermächte diese Dinge diskutierten, war auf dem sogenannten Wiener Kongress. Und ich erzähle Ihnen gleich noch mehr zu dem eigentlichen Kongress. Aber was Sie sich aus politikwissenschaftlicher oder IB-Hinsicht merken sollten, ist, dass also der Wiener Kongress mehrere Aufgaben hatte, und zwar mindestens drei. Der sollte einmal Europa neu ordnen. Also da, wo Sie gerade hier die Karte gesehen haben, die Karte zeige ich auch deswegen, weil beim Wiener Kongress auch gerne riesige Karten von Europa auf dem Boden ausgerollt wurden, auf dem die Diplomaten dann hin und her liefen und sich überlegten, zu wem gehört jetzt Galizien? Ja? Das heißt, da sollte sprichwörtlich Europa neu aufgeteilt und neu geordnet werden. Der Wiener Kongress sollte auch sich ein Mittel überlegen oder ein System überlegen, wie Frankreich überwacht werden kann. Wie kann man also sicher, und vielleicht kommt Ihnen das so ein bisschen bekannt vor aus der anderen Geschichte, wie sollte Frankreich überwacht werden? Wie kann man sicherstellen, dass das nicht nochmal passiert? Weil ja zum Beispiel 1813 hat man es probiert und offensichtlich ging das nicht so gut, denn Napoleon klaute sich einfach ein Schiff und machte den ganzen Scheiß nochmal. Also wie kann man das besser machen, dass Frankreich da überwacht wird? Und dann zuletzt, und das war vor allem die Präferenz der Staatenlenker selbst, die wollten natürlich nicht, dass sich wie ein gefährlicher Virus diese Idee da verbreitet, dass man eine Demokratie oder Republiken oder sowas haben sollte. Ja? Das wollen wir erst gar nicht einreißen lassen, sondern die gottgegebene Staatsform in Europa ist die Monarchie und die sollte gesichert werden. Ja? Also gegen all die Kräfte, die die Monarchie abschaffen wollen. Ja? Sowohl von rechts, von nationalistischer Hinsicht, als auch von links aus anderer. Und der Wiener Kongress ist eine Institution, die, wie Sie später in der Vorlesung merken werden, später als Modell benutzt wurde, um mit ähnlichen Angreiferstaaten umzugehen. Also sprich, das hier ist so eine Art Blaupause. Wenn wir das einmal rausgeknobelt hatten, dann können wir das in späteren Zeiträumen nochmal anwenden. Ob das in späteren Zeiträumen auch so schlau war, das nochmal anzuwenden, ob das so effektiv war, sei jetzt erstmal dahingestellt.
Der Wiener Kongress ist unglaublich interessant. Wenn Sie mal über eine schöne, spannende historische Epoche lesen wollen, dann lesen Sie mal was über den Wiener Kongress. Der Wiener Kongress hatte ein paar ganz interessante Protagonisten. Wir hatten einmal Österreich am Start mit Fürst Metternich, ja genau, wie der vom Sekt, ja, mit Fürst Metternich. Der war ein Rheinländer, der war aber auch ein zwanghafter Spieler, der hatte mal was mit Napoleons Schwester. Der war so der klassische Dandy, alle hielten ihn so für so ein Leichtgewicht, er sprach mehrere Sprachen, la la la, aber unter dieser sehr seichten Oberfläche verborg sich also ein extrem geschickter Diplomat. Er wurde auch der Kutschmann Europas genannt, weil er dafür sorgte, dass immer die richtigen Leute in den richtigen Kutschen am richtigen Ort waren, um die richtigen diplomatischen Fortschritte zu machen. Ja? Wir haben hier Viscount Castlereagh hier für die Engländer. Wenn Sie das nicht aus dem Porträt schon sehen, ein freudloser, mürrischer Mann, etwas scheu, ein bisschen seine Zeitgenossen schrieben ihm ein Gesicht ewiger Langeweile zu. Das will ich also nicht in meinem Nachruf lesen. Und er war so der Vertreter des generellen Machtgleichgewichts. Also er war immer sehr darauf aus, hier soll Ausgleich herrschen zwischen den Mächten und wir sollten nicht so extrem werden in die eine oder andere Richtung. Dann hatten wir, wenn Sie sehen, ne, hier haben wir jetzt den ersten eigentlichen Staatslenker hier und nicht einen Top-Diplomaten. Und zwar Russlands Zar Alexander I. ließ sich das nicht nehmen, selber da rein zu rauschen und allen zu erzählen, dass er jetzt der Allerwichtigste ist bei diesem Wiener Kongress. Der Zar war also eine Berühmtheit. Das ist ungefähr so, als würde jetzt heute irgendwie hier ein Filmstar irgendwie hier ankommen, hier in unsere Vorlesung. So ungefähr würden die Leute ihm also an den Lippen und an den Fersen hängen. Er war aber auch sehr dreist, sehr aufbrausend, allgemein ein sehr emotionaler, hin und her geworfener, lauter Mensch, der schnell beleidigt war, was natürlich für Diplomatie super ist. Er war liberal erzogen, aber er war erzautokratisch. Also wenn Sie irgendjemanden hatten, der ganz, ganz stark darauf achten wollte, dass ja nichts die Monarchie und die autokratische Monarchie als Staatsform herausfordert, dann hätten Sie ihr Pfund mit Alexander I. Bei Alexander I. ins Boot werfen können. Dann hatten wir hier Preußen mit Fürst Hardenberg. Der arme Fürst Hardenberg, der war unglaublich alt, der war unglaublich schwerhörig, er hatte immer ein Hörrohr dabei und verstand das meiste der Unterhaltungen im Raum nicht. Also das ist so ein bisschen wie aus einem Film, der Cast von diesem Ding. Also er saß dann wirklich im Raum und meinte immer, was? Und seine Nebendiplomaten mussten ihm übersetzen, was da jetzt passiert ist, indem sie in das Hörrohr reinschrien. Aus gutem Grund wurde er begleitet, zum Beispiel auch von dem damaligen Monarchen von Preußen, Friedrich Wilhelm III. Und übrigens Wilhelm von Humboldt war auch für Preußen am Start, der gleiche, der also in Berlin die Uni gegründet hat, ja, der Universalgelehrte. Und dann haben wir zu allerletzt vielleicht noch die interessanteste Gestalt hier, diesen düsteren Mann. Er heißt Talleyrand, er war Franzose und er gilt so ein bisschen als der König der Diplomaten. Jetzt könnten Sie sich ja, bevor ich Ihnen was über ihn erzähle, erstmal fragen, Moment mal, warum sitzt hier Frankreich mit am Tisch? Die Franzosen sind doch gerade besiegt worden. Ne? Also der ganze Kongress findet sich zusammen, um Napoleon klein zu halten. Was zur Hölle macht Talleyrand hier am Tisch? Und die Antwort darauf ist einfach, liegt in Talleyrands Person selbst begründet. Der war so ein genialer Diplomat und Schachspieler, dass er es also schaffte, sich gleich in den ersten Tagen sich gewissermaßen so den Fuß in die Tür zu kriegen bei den Unterhaltungen und sich so als den Vertreter der kleineren Staaten Europas aufzuspielen. Und er schafft es dann über die Dauer des Wiener Kongresses und der Verhandlungen, sich also in die Verhandlungen so reinzuschleichen, bis alle anderen Mächte das einfach so tolerierten. Er ist auch ein absoluter Überlebenskünstler gewesen. Also als es in Frankreich die Monarchie gab, war er Monarchist. Als es die Revolution gab, war er glühender Republikaner. Als Napoleon da war, war er ein glühender Anhänger von Napoleon. Und als Napoleon wieder weg war, war er Vertreter des modernen Frankreich. Er hatte einen Klumpfuß, was ihn allerdings nicht wirklich eingeschränkt hat nach eigener Aussage. Und über ihn gibt es mit eines der schönsten Zitate von anderen Leuten. Napoleon hat ihn mal Scheiße in Seidenstrümpfen genannt. Und auf was er natürlich anspielte, war, dass er sein Fähnlein immer nach dem Wind hing und eben gerade mal mit den einen verhandelte und dann mit den anderen, wie ihm das in den Kram passte. Also das ist schon so ein bisschen so eine Ocean's 11 Ansammlung von Charakteren hier. Wenn Sie darüber mal lesen wollen, ich kann es Ihnen empfehlen. Jetzt habe ich hier mein Dings ausgemacht.
Ist gerade mein. So, das ist natürlich nicht so unglaublich praktisch. So, okay, genau. Jetzt ist gerade alles hier inklusive Tastatur eingefroren, aber das muss nichts heißen. Also der Wiener Kongress an sich, der ging von 1814, von November 1814 bis Juni 1815. Denken Sie daran übrigens, also während der Wiener Kongress tagte, brach Napoleon gewissermaßen aus dem Gefängnis aus. Ja, auch wieder super, wenn Sie dann für ein Drehbuch machen wollen, ich will da zitiert werden. Was Sie sich nicht vorstellen dürfen, ist, dass der Wiener Kongress so eine Art Parlament war. Der tagte also nie irgendwie als großes Gremium, in dem irgendwie alle, Beteiligten irgendwie an einem Tisch saßen oder in einem riesigen Raum und über was abgestimmt haben. Im Endeffekt war das so eine Art, war so eine Art Gentleman's Club. Ja? Das war also, ne, die so in so verrauchten Hinterzimmern trafen sich dann immer die relevanten Diplomaten und haben untereinander ausgemacht, was denn so passiert. Es ist also kein Kongress im Wortsinn, sondern das lief alles informell ab, unter dem Vier-Augen-Prinzip und so weiter. Und wie sich das so von der Stimmung vorstellen müssen, ne? Er fand natürlich in Wien statt, mit allen schönen Dingen, die in Wien so passieren. Es gab überall Spione, hinter jeder Topfpflanze standen Spionen, jedes Zimmermädchen war von Metternich angeheuert, die Diplomaten auszuhorchen. Es wurde gejagt, die ganzen Herrschaften zu Hunderten machten Schlittenfahrten raus ins Land und jagten da irgendwie zu Weihnachten. Es war alles ganz fantastisch und alles unglaublich teuer für Österreich. Im Hintergrund hampelte irgendwo Beethoven rum und komponierte. Also eine ganz interessante Zeit. Eine Menge der Verhandlungen, und das sage ich jetzt nur, weil ich das persönlich irgendwie spannend finde, eine Menge der Verhandlungen fanden tatsächlich in so Salons statt. Und die Salons waren deswegen interessant, weil die Salons waren normalerweise geleitet von weiblichen Adligen. Also zum Beispiel gab es die Wilhelmine von Sagan, die einen der Hauptsalons leitete, wo man sich also traf, eigentlich nur um so ein bisschen Entertainment zu haben, aber eigentlich natürlich um zu verhandeln. Und Sie können sich denken, Wilhelmine von Sagan war natürlich, in die war Metternich unsterblich verknallt für die ersten paar Monate und dann brach das auseinander und dann konnte man nicht mehr miteinander reden und so weiter. Also alles sehr menschlich, die ganze Epoche. Was kam dabei raus? Was dabei rauskam, waren ein paar ganz wichtige Dinge, wie Sie vorher auf der Karte auch schon gesehen haben. Es gab eine Menge territoriale Veränderungen. Frankreich wurde zurückgeschmissen in seine Grenzen von 1789. Alles, was Napoleon gewonnen hatte, wurde ihm also wieder weggenommen. Und es wurde eine Art kollektives Entscheidungsgremium etabliert, in dem jetzt europäische und natürlich auch außereuropäische Fragen diskutiert und beschlossen werden sollten. Und das basierte vor allem auf zwei Kernelementen, und zwar einmal auf Solidarität, also egal was da vorher passiert ist, wir Monarchen, wir müssen zusammenhalten. Das lag unter anderem natürlich auch daran, dass die meisten von diesen Monarchen miteinander verwandt waren. Wenn Sie sich aus der Zeit mal so ein paar Fotos angucken, werden Sie sich fragen, Moment mal, ist das jetzt der Russe oder ist das der Brite oder ist das der Preuße? Man weiß es nicht so ganz genau, weil die alle ähnlich aussehen und es liegt daran, dass die oft mal Brüder, Onkel, Neffen und so weiter voneinander sind. Ja? Also Solidarität war dann eine ganz wichtige Norm. Und Konsultation war die andere wichtige Norm, die da etabliert wurde bei dem Wiener Kongress. Also dass man Konflikte erstmal besprechen sollte, gemeinsam besprechen sollte und vielleicht schon beilegen, ohne dass es erst zu einem militärischen oder gewaltsamen Konfliktaustragung kommt. Und das Ganze wird auch gerne als das Konzert der Großmächte bezeichnet oder auch Pentarchie. Pentarchie, weil es fünf sind, ne? Und zwar die fünf, die ich Ihnen da vorher gezeigt habe, die Hauptakteure also, ne? Und zwar Preußen, Russland, Frankreich, jetzt kriege ich sie nicht mehr zusammen, Paracetamol, okay. Also die fünf Großmächte in Europa, die sich zusammentaten, eben um die Probleme gemeinsam zu besprechen und auch gemeinsam zu lösen. Und dieses Konzert der Großmächte war ganz lange ein ziemlich gutes System. Das sorgte für, je nachdem wie man so rechnet, für gute 40 Jahre oder so Stabilität in Europa. Stabilität im Sinne von, keine dieser Großmächte begann einen Krieg gegen die andere. Und das war, wenn Sie sich, ne, die Geschichte Europas davor mal so angucken, schon eine ganz ordentliche Leistung. 40 Jahre Frieden, das ist doch mal was. Das war also eine ziemlich erfolgreiche Methode, internationale Beziehungen irgendwie zu verriegeln. Jetzt gab es natürlich auch für das System ein paar Herausforderungen. Zum Beispiel waren die USA nicht Teil davon, auch wenn die USA zumindest für einen Teil der Weltkugel schon damals total wichtig waren, nämlich eben für Nord- und Südamerika. Ein weiteres Problem lag darin, dass die Staaten natürlich nicht alle gleich waren. Russland war erzautokratisch. Großbritannien und Frankreich waren deutlich mehr den liberalen Werten verpflichtet.
Also wenn Sie die 5 Leute in einen Raum sperrten und sich zwangen, auf einen Satz von irgendwie Normen oder Rechten zu verständigen, dann wurde das sehr schwer. Und wir hatten natürlich auch während dieses Konzert der Großmächte sich abspielte, weitere Kriege und Konflikte in Europa, zum Beispiel die Einigungskriege in Deutschland und in Italien und aufkommenden Nationalismus. Gut, der erste globale Trend, auf den wir jetzt mal so ein bisschen eingehen, und gleich kommt der zweite dann auch noch, ist die Verbreitung unabhängiger Verfassungsstaaten. Was heißt das jetzt? Das heißt, dass internationale Beziehungen so nach dem Wiener Kongress und bis zum Beginn oder Ende des Ersten Weltkriegs waren geprägt dadurch, dass die Idee des Nationalismus hier ganz viel Auftrieb gewann. Also die Idee, dass man irgendwie an seine Nation gebunden ist. Denken Sie daran, das war zum Beispiel im Mittelalter noch ganz anders. Da hatten Sie kein Konzept einer Nation. Da waren Sie persönlich zum Beispiel irgendwie Ihrem Lehnsherrn verpflichtet. Da hat jetzt, da wären Sie jetzt hier irgendwie, weiß nicht, wer hier über Göttingen geherrscht hat, also wahrscheinlich Haus Hannover. Da hatten Sie also eine persönliche Loyalität zu Ihrem Herrscher. Ja? Das hatte mit einer Nation, einem Gebiet, wo Sie irgendwie auch zu den anderen Leuten gehören, nichts zu tun. Also diese Idee und diese extrem machtvolle Idee, dass es da sowas gibt wie eine Nation, zu der sie gehören und zu der andere Leute nicht gehören, das war was Neues. Und das führte zu einem fundamentalen Strukturwandel. Dazu kam, dass spätestens seit der Loslösung der Vereinigten Staaten von Großbritannien und dann nach der Französischen Revolution plötzlich ein ganz anderer Satz von Werten irgendwie möglich war. Also Sie als Bürger in Deutschland darf ich nicht sagen, aber Preußen zum Beispiel, konnten ab dem späten 18. Jahrhundert zum Beispiel in andere Länder gucken und sagen, hey, Moment mal, warum haben die denn diese ganzen Rechte und wir nicht? Ja? Was soll das denn? Das heißt also, diese freiheitlichen Ideen, die sich verbreiteten, die fanden natürlich auch anderswo Anklang. Und zwar größtenteils in Mitteleuropa und in Südamerika. Ja, also diese Ideen von Freiheit, nationaler Selbstbestimmung, ne, Unabhängigkeit, die waren vor allem da relevant. Und wie stark diese Ideen waren, sehen Sie mal dran, wenn Sie eine Karte von Südamerika anschauen. Die linke Seite ist etwa von 1800, die rechte Seite ist etwa von 1830. Und was Sie sehen ist natürlich, zu Beginn des langen 19. Jahrhunderts, da waren das alles ganz stinknormale Kolonien, ne? Hier die Briten hatten nicht viel, aber die Spanier hatten natürlich riesige Gebiete da, die Portugiesen hatten Brasilien und auch einige andere Nationen spielten da mit. Und unter anderem als Folge einiger nationaler Befreiungskriege, also wenn Sie den Namen Simon Bolivar zum Beispiel schon mal gehört haben, nach dem ist Bolivien benannt, der war so einer der großen Freiheitskämpfer und sorgte dafür, und ich muss mir das aufschreiben, weil der hat so viele Länder befreit, das wusste ich nicht auswendig, Venezuela, Bolivien, Kolumbien, Ecuador, Peru und Panama sagen alle, dass ihre Unabhängigkeit direkt darauf beruhte, dass Simon Bolivar irgendwann Anfang des 19. Jahrhunderts da mal durch Südamerika zog und Länder befreite vom Joch der Kolonialisierung. Also sehen, das ging sehr schnell und ab dem Zeitpunkt war Südamerika, gab es in Südamerika viel, viel liberalere Regime als vorher und vor allem Regime, die nicht mehr an Kolonialherren, an eine Kolonialherrschaft gebunden waren. Gut. Den zweiten Trend, also der erste Trend ist, Verfassungsstaaten breiten sich aus. Ja, also nicht mehr die autokratische Monarchie ist nicht mehr die einzige Staatsform, die irgendwie möglich ist. Jetzt teste ich das gerade nochmal. Ja, jetzt funktioniert es wieder hervorragend. Und der zweite große Trend, und auch den kennen Sie natürlich, ist die industrielle Revolution. Also die erste Hälfte dieses 19. Jahrhunderts ist dominiert von dieser politischen Liberalisierung, könnte man sagen. Und die zweite Hälfte ist dominiert von einer Art wirtschaftlichen Liberalisierung. Jetzt nicht vielleicht im Sinne von neoliberal, wie man heute denkt, aber die Erfolge der industriellen Revolution waren also prägend für diese zweite Hälfte des Jahrhunderts. Und wie Sie alle wissen, das begann in Großbritannien und breitete sich dann relativ schnell auf den Kontinent aus. Großbritannien hatte ein paar Jahre Vorsprung, aber andere Nationen schafften es dann sehr schnell aufzuholen. Und Sie kennen natürlich alle einige der Innovationen, die damit einhergingen. Also zum Beispiel mechanische Webstühle, ne, dass Sie jetzt nicht mehr die Frau des Schäfers zu Hause in der Hütte sitzt und irgendwie das Fädchen macht, sondern dass sie da eine riesen Fabrikhalle haben, da sitzen 100 Leute, alle angetrieben von einem Webstuhl mit einem riesigen Arm und einer Dampfmaschine und dann können die natürlich viel schneller arbeiten, als einzelne Leute das können.
diese Innovationen sehen für uns manchmal nicht ganz so bahnbrechend aus, weil wir halt weit davon weg sind und weil wir uns allen bewusst sind, dass es die schon lange gibt. Aber ich gebe Ihnen nur mal ein Beispiel, was für einen unglaublichen Einfluss diese Innovationen hatten. Wenn wir uns jetzt mal nur das Beispiel der Eisenbahn angucken. Also die Eisenbahn wurde irgendwann Anfang des 19. Jahrhunderts flächendeckend eingeführt, zuerst in Großbritannien, dann hatten wir auch ein paar Strecken in Deutschland und dann breitete sich das extrem schnell über den Rest von Europa aus. Und jetzt schauen Sie mal, was die Eisenbahn so bewirkt hat. Nur die Tatsache, dass es eine Eisenbahn gibt, sorgte natürlich nicht nur dafür, dass ihre Wirtschaft dramatisch effizienter war, denn sie konnten jetzt riesige Mengen von Dingen von A nach B transportieren, in B verarbeiten und dann wieder nach A zurückfahren. Vorher mussten sie das mit dem scheiß Ochsenkarren machen. Ja? Das ist natürlich eine extrem ineffiziente Art, sowas zu arrangieren. Das Gleiche gilt für die Landwirtschaft. Sie können viel größere Städte haben, wenn sie in der Lage sind, zum Beispiel halt mal so eben Dienstagnachmittags irgendwie 20 Tonnen Zuckerrüben nach London reinzufahren, als wenn sie früher darauf hoffen müssen, dass halt genügend Märkte irgendwie sind, die diese Essen auch anbieten. Ja? Staatliche Expansion wird natürlich vereinfacht. Sie können plötzlich viel größere Staaten haben, weil sie ja viel weiter fahren können. Ja? Die Ernährung wird diversifiziert. Sie als Bürger einer Stadt können plötzlich total unterschiedliche Dinge kaufen, weil sie zum Beispiel Verderbliches schnell genug in ihre Stadt reinfahren können, dass nicht alles halt schon braun und verrottet ist, bevor sie das kaufen. Also ihre Ernährung stellt sich total um. Sie können plötzlich Sport betreiben. Das finde ich jetzt ganz spannend, ne? Also sowas wie zum Beispiel eine Fußballliga, die konnte man nicht haben, weil wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie irgendwie hier Rot-Weiß Essen sind und Sie sollen irgendwie in München spielen, dann wären Sie da früher irgendwie 8 Tage mit dem Pferd unterwegs gewesen, spielen dann Fußball und dann machen Sie wieder 8 Tage mit dem Pferd zurück. Das kann natürlich nicht funktionieren. Ne? Aber wenn Sie eine Eisenbahn haben, da können Sie Ihren ganzen Club am selben Tag von A nach B fahren, dort spielen und wieder zurückfahren. Ne? Und das geht. Das Gleiche gilt für Zuschauer natürlich auch. Also Sie können plötzlich Zuschauersportarten haben, weil Leute aus einem viel größeren Radius kommen können, um Ihnen zuzugucken. Selbst sowas wie Uhrzeiten und Ihre Zeiteinteilung wird standardisiert. Denn früher war das im Grunde, konnte Ihnen das völlig Bums sein, ob in Göttingen die Uhren jetzt genau gleich laufen wie in Berlin. Hat für Sie überhaupt keine Auswirkungen. Ob die Uhren jetzt in Berlin 10 Minuten schneller dran sind als in Göttingen, völlig Bums. Wenn Sie aber mit dem Zug von A nach B fahren, dann ändert sich das. Die Zeiten müssen synchronisiert werden, denn sonst wissen Sie ja nicht, wann Ihr Zug ankommt. Ne? Und auch nicht, wie lange der Zug dauert. Also selbst solche Daten. Sie konnten plötzlich nationale politische Kampagnen haben. Ja? Also Sie konnten jetzt als Kandidat, als politischer Kandidat aufs Land fahren und sich zeigen zum Beispiel. Sie konnten also ihre Message, ihre Nachricht viel weiter verbreiten. Sie konnten natürlich auch aus militärischer Hinsicht, war das extrem wichtig, ihre Truppen viel schneller transportieren. Sie müssen sich überlegen, irgendwann mal früher, also bevor es die Eisenbahn gab, da war nun mal die schnellste Fortbewegung ihrer Truppen, war nun mal, wie schnell man so latschen kann. Und wenn man nicht schneller latschen kann, dann erreicht man das Ziel halt heute nicht. Ja? Das änderte sich mit der Eisenbahn aber ganz dramatisch. Da können Sie plötzlich 3000 Leute in einen Zug stecken und innerhalb von Stunden von einer Ecke zur anderen fahren. Ja? Also das wurde ganz dramatisch anders. Und das wurde so wichtig, dass es zum Beispiel am Schluss eine wichtige Spionageinformation war, wie lang zum Beispiel Bahnsteige sind. Warum ist das wichtig? Also zum Beispiel wurden immer Spione nach Russland geschickt, die dann durch Russland irgendwie fuhren und jeweils aufschrieben, aha, irgendwie Bahnhof Sevastopol, hier ist der Bahnsteig 100 Meter lang. Denn wenn Sie zum Beispiel sahen, eine Bahnstation hat einen extrem langen Bahnhof und einen langen Bahnsteig, dann wissen Sie, wenn es losgeht, werden da Truppen in den Zug geladen. Ne? Denn die müssen ja irgendwo stehen, logischerweise. Das heißt aber auch, wenn Sie dann wussten, also die langen Bahnsteige sind an den und den Punkten der Karte, dann wussten Sie nicht nur, wo wollen die Russen ihre Kräfte zusammenziehen, sondern auch, wie schnell können die dann bei uns sein. Ne? Also viele Dinge wurden irgendwie berechenbarer. Also, ne? Und da sehen Sie, das ist natürlich nur ein Ausschnitt. Also eine einzelne Innovation, die bewirkte schon unglaubliche gesellschaftliche Veränderungen. Wenn Sie dann natürlich alle diese Innovationen zusammennehmen, können Sie sich vielleicht überlegen, was für einen dramatischen Einfluss diese Veränderungen hatten. Gut, also diese Veränderungen, ne, Verbreitung von Verfassungsstaaten, das Laufen dieses Konzerts der Großmächte und die industrielle Revolution
sorgten jetzt für einen großen geopolitischen Wandel. Zuerst mal gab es, und das kennen Sie vielleicht noch, weil das ist irgendwie mal Abiturwissen oder war es zumindest zu meiner Zeit, da gab es die Revolutionen von 1848. Die sind für uns natürlich spannend, ne? Weil die Göttinger Sieben, nach deren der Platz hier benannt ist, der ist benannt nach Akademikern, die sich gegen die Gegenreaktion, die sich gegen die Gegenreaktion gegen 1848 aussprachen. Okay, muss ich anders sagen. Also gegen Akademikern, die bemängelten, wie die Obrigkeit die Revolutionen von 1848 klein hielten und zusammenschossen. Also gab es mal eine Welle der sogenannten Völkerfrühling, eine Welle demokratischer Aufstände. Die Leute wollten ihre Monarchen abschaffen und Demokratien schaffen. Und wie Sie sich das vielleicht überlegen können, wenn man abgeschafft wird, das fühlt sich nicht gut an. Die Monarchen waren da nicht wirklich dafür und unterdrückten diese Aufstände teilweise extrem blutig und gewaltsam. Und die Göttinger Sieben sprachen sich da dagegen aus und wurden von der Uni verbannt. Sie hatten Einigungskriege, sowohl in Deutschland als auch Italien. Und da bildeten sich plötzlich neue Akteure. Sie erinnern sich noch von der ganz ersten Karte, sowohl Italien als auch Deutschland waren Flickenteppiche. Da war alles Mögliche los, aber nicht eine Nation. Italien wurde geeinigt und Deutschland wurde geeinigt, vor allem unter Preußen und der Lenkung von Bismarck. Also jetzt Deutschland entpuppte sich ab den 1870er Jahren als neuer kontinentaler Hegemon. Wie es dazu kam, ist auch eine total spannende Geschichte, kann ich jetzt in allem Detail nicht erzählen, aber die Idee war, dass als Bismarck zum Reichskanzler ernannt wurde, nahm er sich zuerst mal so ein paar kleine Gegner vor, mal zum Ausprobieren, ja? Zum Beispiel Dänemark, also begann einen Krieg gegen Dänemark und nahm Schleswig ein. Dann bezichtigte er irgendwann 1866 bezichtigte er Österreich, dass das ja immer Schwierigkeiten macht da im Süden und da müsse doch jemand mal einschreiten. Das machte er auch. Er begann den sogenannten Deutschen Krieg. Also da ging dann Preußen gegen Österreich-Ungarn. Im Englischen heißt der Krieg schönerweise The Seven Weeks War. Da können Sie sich überlegen, okay, so viel Gegenwehr war da nicht. Ja? Also der dauerte nur 7 Wochen. Österreich wurde geschlagen und Preußen vergrößerte sich noch weiter. Und als Reaktion auf diese Expansion Preußens erklärte dann Frankreich Preußen den Krieg 1870. Frankreich unter Napoleon dem Dritten, ne? Also ein paar Generationen vorwärts in der Ahnenfolge. Frankreich erklärte Preußen den Krieg und Preußen schlug Frankreich vernichtend. Also nahm Paris ein, auch das kommt uns irgendwie bekannt vor, und sorgte dafür, dass die Franzosen also im Spiegelsaal von Versailles ihre eigene Kapitulationsurkunde unterschreiben müssten. Ne? Also überlegen Sie sich mal, was das für ein unglaublicher Affront ist, ne? Und für ein Hochmut. Also im Zentrum eigentlich der Macht Frankreichs mussten sie ihre eigene Kapitulationsurkunde unterschreiben. Sie hatten eine Frage. Ein Was geschickt? Ja, oh, da gibt's ganz fantastische Geschichten. Kann es immer mal, das heißt das Dingstelegramm, wie heißt es? Ah, die Emser Depesche, ganz genau, vielen Dank. Sie können mich auch gerne Wikipedia fact-checken übrigens, während ich das hier halte. Wenn ihr irgendwas auffällt, dass ich irgendwo Scheiße erzähle, dann heben sie ihren Arm und erzählen mir das. Ja? Also gab es die sogenannte Emser Depesche. Also natürlich ist der Krieg nicht nur so losgebrochen, sondern Deutschland war clever genug, die Franzosen da in eine Falle zu locken. Ne? Könnte man, wenn man die Emser Depesche ordentlich liest, jedenfalls so lesen. Das Resultat daraus, das wichtige Resultat war also, dass spätestens 1871 Deutschland auf dem Kontinent die unbestritten wichtigste Macht war, die stärkste Großmacht. Der britische Außenminister sagte hier dazu, this war represents the German Revolution, a greater political event than the French Revolution of last century. Ne? Also dieser Einigungskrieg ist ein größeres Ereignis als sogar die Französische Revolution, sagt er. The balance of power has been entirely destroyed. Also das Konzert der Großmächte und diese Machtbalance funktioniert überhaupt nicht mehr. And the country which suffers most and feels the effect of this great change most is England. Ja, natürlich. Den England geht's am allerdreckigsten deswegen. Das ist auch immer klar. Falsch rum. Jetzt das System Bismarck ist deswegen interessant, weil vor ungefähr 20 Jahre, Ende des 19. Jahrhunderts, war europäische Politik dominiert von deutscher Außenpolitik.
Also Deutschland war sehr unter Bismarck sehr gut darin, unterschiedliche Allianzsysteme zu schmieden, denn Bismarck wachte oft nachts schweißgebadet auf und dachte sich, Zwei-Fronten-Krieg. Ja? Was sollen wir denn machen, wenn wir aus irgendeinem Grund von zwei Seiten angegriffen werden? Das war sein großes Horrorszenario. Sein großes Horrorszenario war also, dass auf der einen Seite Frankreich Deutschland angreift und dass auf der anderen Seite Russland opportunistisch irgendwie Deutschland auch angreift und dass dann alles in die Binsen geht und dass dann Deutschland komplett verloren ist. Ja, das war also das, was er vermeiden wollte. Und um das zu tun, war sein erster Schritt, Frankreich zu isolieren. Das war seine erste Idee. Mit beiden Feinden gleichzeitig umzugehen, ist schwierig, aber vielleicht kann man ja Frankreich so isolieren, dass man nicht mehr befürchten muss, dass Frankreich sich irgendwie mit anderen Mächten verbündet, um Deutschland anzugreifen. Und was er also schaffte, so sah zum Beispiel das Bündnissystem aus am Ende seiner Amtszeit. Er schaffte es also hier durch eine Serie von Abkommen, Verträgen, Geheimverträgen, Rückversicherungen und so weiter, alle Mächte in so ein Vertragsgeflecht einzubinden, indem man sich dann gegenseitig beistehen sollte oder indem man sich verpflichtete, nicht aggressiv gegeneinander vorzugehen oder indem man sich verpflichtete, wenn der eine angegriffen wird, dann muss der andere einem beispringen. Ne? Und er war da ein absolutes Genie darin, diese Verträge aufzusetzen und zu schließen. Und dann ist er irgendwann nicht mehr schweißgebadet aufgewacht, weil er gemerkt hat, hahaha, wir haben mit allen Mächten Verträge und Frankreich hat nichts. Ja? Es hätte ja so schön gehen können, aber 1890, nachdem also Bismarck seine Sache so 19 Jahre lang machte, 19 Jahre Reichskanzler, kam ein neuer Monarch an die Macht in Deutschland, und zwar Wilhelm II. Der sah dann so ungefähr aus, wie sich die Deutschen aus der Zeit so vorstellen. So Bart, ja, bisschen zu militaristisch, Arm bisschen verkrüppelt, irgendwie mit etwas zu viel, mit etwas zu viel Selbstbewusstsein ausgestattet. Er wollte also irgendwie was gut machen, sagen wir aus unserem Arm, aus unserem Sessel irgendwie 100 Jahre später. Sein Hauptziel war es erstmal, dass Bismarck gehen musste, denn mit dem hatte er ständig Meinungsverschiedenheiten. Bismarck immer mit seinem Machtgleichgewicht und der Scheiße und immer mit den Verträgen und so. Und alles, was Wilhelm II. Wollte, war mal ein ordentlicher Krieg. Oder mal irgendwie ein bisschen mehr Glorie für Deutschland und Bismarck immer mit seinem Papierschrott da. Ja? Er schaffte es also nach relativ kurzer Zeit, dass er in der Macht war, Bismarck zum Gehen zu bewegen, sage ich mal so. Sie kennen alle vielleicht die Karikatur von damals, dass Bismarck der Lotse, der das Schiff verlässt. Und auf der Karikatur ist ja nicht nur Bismarck drauf, sondern oben hängt Wilhelm II. So über der Schiffsreling und grinst sich so ein, ja? Weil er es geschafft hat, seinen großen Kontrahenten auszuspielen. Was Wilhelm II. Wollte, war ein Platz an der Sonne. Also eine größere weltpolitische Bedeutung für Deutschland. Und ihm war ziemlich wurscht, was da an Diplomatie so abging. Mit dem super Ergebnis, dass wir, wenn wir uns das Bündnissystem nach 20 Jahren mal angucken, nachdem man ihn und seine Diplomaten mal ein paar Jahre hat werkeln lassen, sah das europäische Allianzsystem plötzlich so aus. Wenn Sie sehen, hat sich da ein bisschen was geändert. Und zwar ist jetzt plötzlich Deutschland hier halt fast völlig isoliert, während die Mächte, von denen Bismarck noch schweißig nachts aufgewacht ist, sich miteinander verbündet haben gegen Deutschland und gegen andere Mächte. Ja? Also die Deutschland unter Bismarck schaffte es also, Deutschland über fast 20 Jahre, Europa über fast 20 Jahre ziemlich stabil zu halten, unter anderem durch ein ganz fein ziseliertes System von Allianzen und Verträgen, während dann später als eine deutlich expansionistischere, militaristische deutsche Regierung und ein deutscher Monarch an die Macht kamen, wurde es also am Fenster geschmissen mit dem Erfolg, dass also kurz vor dem Ersten Weltkrieg Deutschland politisch fast ganz isoliert war. Gut, die anderen Dinge, die sich geopolitisch auch noch änderten und die man verstehen muss, um zu wissen, wie wir jetzt von der Phase zur weiteren Phase kommen. Die Interessen von Österreich verschieben sich jetzt geografisch. Österreich guckt weniger nach Westen, guckt mehr nach Osten, guckt mehr nach Südosten in die Richtung des Balkans. Österreich verliert durch Konflikte und andere
Dummheiten, Gebiete in Italien und versucht, das weit zu machen, indem sie es auf dem Balkan ausbreitet. Eine andere Macht, die allerdings auf dem Balkan auch noch Interessen hat, ist Russland. Und Russland und Österreich geraten da immer wieder aneinander auf dem Balkan. Großbritanniens Interessen, erinnern Sie sich, das 19. Jahrhundert ist auch so das Zeitalter von Queen Victoria, ne, die Viktorianer, das heißt auch das Zeitalter von Expansion und die Expansion von Kolonialreichen, auf die werden wir gleich noch eingehen. Und Indien war für Großbritannien der Grundpfeiler, das wichtigste Objekt in diesem Kolonialreich. Und deswegen guckte Großbritannien tendenziell auch jetzt weniger nach Europa, sondern eher auf so einen kolonialen Besitztümer. Und was ganz wichtig für England war, war eben, dass man zwischen diesen Kolonien die Kontrolle hatte über die Verkehrslinien. Ja? Dass man also von einer Kolonie zum nächsten fahren konnte. Also eine völlig anderes geostrategisches Interesse als jetzt zum Beispiel so eine kontinentale Macht wie Deutschland. Und auch Großbritannien gerät mit Russland schnell aneinander über Territorialinteressen in Mittelasien, also zum Beispiel in Nordindien und im heutigen Afghanistan. Gut, einer der wichtigsten Brennpunkte von europäischer Politik ist der Balkan, wie ich ihn gerade schon angesprochen habe. Sie sehen hier eine kleine Karikatur. Hier steht Balkan Troubles drauf, ne? Also Schwierigkeiten im Balkan. Unterschrieben ist das Ganze mit The Boiling Point, ne? Also der Punkt, der Siedepunkt, an dem das Wasser überkocht. Und Sie sehen also, mit was für verschämten und furchtsamen Gesichtern die europäischen Mächte da drauf sitzen, alle hoffend, dass das Fass des Balkan nicht irgendwann überbrodelt und sie alle da vom Deckel runterschmeißt. Die Konflikte im Balkan und im östlichen Europa, die sorgen Ende des 19. Jahrhunderts dafür, dass dieses Konzert der Großmächte, was so lange funktioniert hat, dieses System, dass man sich beredet, dass man sich ausgleicht, dass man verhandelt und nicht, dass man miteinander kämpft, erstmal, das kollabiert. Spätestens mit dem Krimkrieg. Den Krimkrieg, den kennen Sie vielleicht, da gab es zum Beispiel Florence Nightingale, die hat eingeführt, dass es vielleicht eine gute Idee ist, Soldaten in saubere Betten zu legen, wenn sie verletzt sind und nicht einfach nur auf den Boden und ähnliche bahnbrechende Dinge. Der Krimkrieg war also der erste Konflikt 1873, in dem jetzt plötzlich zwei der Großmächte direkt gegeneinander einen Konflikt führten. In dem Fall also Großbritannien und Russland. Und sorgte dafür, dass in den nächsten 40 plus Jahren ständig im Balkan irgendwas los war. Die europäischen Mächte mussten ständig auf dem Balkan Krisenmanagement betreiben, zwischen Österreich, zwischen Serbien, zwischen Russland, zwischen anderen lokalen Mächten, zwischen dem Osmanischen Reich und so weiter. Und der andere große Konfliktherd war, dass Großbritannien das Mittelmeer brauchte, weil man durch Großbritannien nach Nordafrika kommt und, ne, wenn man rumfährt, auch irgendwann nach Indien kommt. Die Briten konkurrierten also mit anderen europäischen Mächten um Besitztümer in Nordafrika. Also der Balkan und Nordafrika waren so die beiden Brennpunkte. Ja? Vor allem die Idee, dass Afrika ja gerade vor der Haustür ist und dass es vielleicht eine gute Idee ist, da mal mehr zu machen, führte dazu, dass jetzt ein extrem schneller Wettlauf um Kolonien begann. Und ich weiß nicht, ob Sie sich mal Gedanken gemacht haben, wann Kolonialisierung eigentlich passierte. Die meisten Leute sind immer überrascht, wie relativ spät das losgeht und wie schnell das dann geht. Das sind ungefähr Kolonien europäischer Mächte um 1830. Da ist nicht viel los. Also Lateinamerika hatten wir vorher schon, die waren alle unabhängig, die Staaten. Aber Afrika und fast alle Teile von Asiens waren unkolonialisiert. Ne? Also selbst noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Die Briten hatten somit das ausgedehnteste Reich. Ne? Hier haben sie ihre Verbrecher hingeschickt. Ne? Hier haben sie Rohstoffe extrahiert und Ähnliches. Und dieser zunehmende Wettbewerb um kolonialen Besitz, der begann so etwa ab 1869. Ja? Und die Idee war, in Europa gab es eine Menge Machtkonkurrenz. Staaten und Großmächte konkurrierten miteinander, aber in Europa war auch die Möglichkeit begrenzt, diese Machtkonkurrenz wirklich auszutragen. Also Europa war eng, alles war schon besetzt. Es war, wenn man da einen Krieg anfing, dann ging es ja gleich, was zur Hölle, was da draus wurde. Ja?
wenn man die Konflikte jetzt anderswo austrug, hatte das den Charme, dass man sich dann zwar in den Kolonien behaken kann, aber dass der Konflikt hoffentlich nicht nach Europa überschwappt. Die hauptsächliche Zeitspanne für diese Kolonialisierung, der Welt, sind also gerade mal, naja, so 40 plus Jahre. Ja? Und wenn wir uns nochmal in Prozentzahlen angucken, also 1870 noch, da waren flächenmäßig nur 10% Afrikas kolonialisiert, standen also unter kolonialer Herrschaft. Und nur 20 Jahre später waren es 90%. Also 20 Jahre, ne? Das ist keine besonders lange Zeitspanne, wie Sie sich vorstellen können. Es ist weniger als eine Generation. Es gab eine ganze Menge Motive dafür. Die meisten Kolonien wurden aus einer Mischung dieser Motive kreiert. Es gab natürlich wirtschaftliche Motive, ne? Also halt Extraktion von Rohstoffen, die man in Europa nicht haben konnte. Es gab natürlich Sklavenhandel. Man konnte die Kolonien benutzen als Orte, in denen man europäische Produkte verkaufen konnte, ne? Also als Absatzmärkte. Aber wir müssen uns dabei vergegenwärtigen, viele, viele Kolonien waren wirtschaftlich überhaupt nicht profitabel. Die warfen nichts ab. Da machte man keinen Profit damit, weil es zu weit war, die Sachen waren zu teuer, verbrauchten zu viele Ressourcen und so weiter. Ja? Also das wirtschaftliche Argument mag für manche Kolonien passen, ist aber nicht jetzt das überwältigende Argument für alle koloniale Herrschaft. Ein wichtiger Punkt war nämlich die Idee der Europäer, dass sie jetzt ihre Zivilisation und natürlich auch ihre Religion ein bisschen weiter verbreiten müssen. Ne? Wir können es doch nicht zulassen, dass in Afrika und Asien die Leute alle die falsche Religion haben. Da muss doch mal jemand hin. Und das Bewusstsein war wirklich so. Ne? Ich meine, es gab genügend natürlich europäische Kolonialherren, die wirklich der Meinung waren, wenn man nun mal, sagen wir mal, nach China fährt, sich hinstellt und aus dem Neuen Testament vorliest, dann werden die sofort merken, dass es das Richtige ist. Ne? Also diese Zivilisationsmission, also die Idee, dass man jetzt Zivilisation in diese Gebiete bringen muss, die war ein wichtiger Grund dafür, sich weiter kolonial auszubreiten. Ne? Also man sah das als seine Verantwortung, Kolonien zu kreieren. Ne? Man war das den Leuten schuldig, in diesen Kolonien, in die Errungenschaften der Zivilisation zu bringen. Und natürlich ein anderer wichtiger Grund, vor allem wichtig für solche Länder wie Deutschland, das waren Prestigeobjekte. Es gehörte so dazu. Genauso wie man halt irgendwie neue Sneaker haben muss, muss ein neues Land halt irgendwie ordentliche Kolonien haben. Und wenn man keine ordentlichen Kolonien hat, dann ist irgendwas falsch mit einem. Ne? Da stimmt irgendwas nicht. Das heißt also, sie waren ganz klar Prestigeobjekte in vielen Fällen und hatten also keinen wirtschaftlichen oder anderen Grund. Zwei Kontinente, die wir uns jetzt mal genauer angucken wollen, sind jetzt einmal Afrika. Ne? Hier sehen Sie eine britische Karikatur aus der Zeit. Das war also die britische Idee einer Afrika-Strategie. Großbritannien wollte also einen Gürtel von Kolonien haben durch Afrika vom Kap, ne, im Süden bis Kairo im Norden. Und wie Sie sehen, geht auch ganz gut aus. Hier hat es nicht ganz geklappt. Ne? Hier hat sich irgendjemand dazwischen gesetzt, sonst hätten sie es also hinbekommen. Die britische Strategie war also, eine Nord-Süd-Achse herzustellen, ne, von kolonialen Gebieten. Die Franzosen dachten sich, scheiße, jetzt haben die Nord-Süd, ist schon weg, was können wir noch machen? Ha, Ost-West, genau. Wir machen jetzt eine Ost-West-Achse. Ja? Und auch da sehen Sie, ne, man fing an hier in Westafrika und versuchte sich dann nach Ostafrika durchzuarbeiten gewissermaßen. Und natürlich entspricht das auch heute noch großteils zum Beispiel der Geografie von Afrika, welche Sprache als Hauptsprache gesprochen wird, basiert natürlich größtenteils hierauf. In Westafrika sind das vor allem französischsprachige Länder und in einigen anderen Teilen von Afrika, vor allem im Osten, sind das englischsprachige. Das Deutsche Reich war unter anderem dadurch, weil Bismarck Kolonien für völlige Zeitverschwendung hielt und meinte, es sei die dümmste Idee, die er je gehört hätte. Deutschland war Nachzügler und musste sich hier so ein bisschen die Brotkrumen unter dem Tisch zusammensuchen. Darunter zum Beispiel, das werden Sie wahrscheinlich kennen, Deutsch-Südwestafrika, heute Namibia. Ne? Und auch heute können Sie in Namibia natürlich noch eine Menge Häuser und Straßennamen finden, die deutsche Straßenschilder haben. Da wird auch heute noch etwas Deutsch gesprochen. Das gleiche für Deutsch-Ostafrika. Die Kolonialmächte sahen irgendwann ein, dass es in Afrika schwierig wird, wenn man einfach so anarchischerweise sich alles das greift, was man gerade so haben kann. Und sie beriefen eine Konferenz ein, die sogenannte Berliner Konferenz. Da trafen sich also alle afrikanischen Kolonialmächte in Berlin. Und die Idee war eigentlich, diesen kolonialen Wettbewerb zu stabilisieren. Die Konferenz führte aber dazu, dass es sich verschärfte. Warum?
Also Bismarck berief das ein, weil das war ihm alles zu chaotisch. Ne? An dem Zeitpunkt war er schon irgendwie ein grummelnder älterer Herr. Dem war das alles zu chaotisch. Der wollte also Struktur reinbringen. Und man einigte sich in der Schlussakte der Berliner Konferenz, der sogenannten Kongo-Akte, auf einige Grundlinien der Kolonialpolitik. Einmal sollte es Handelsfreiheit geben. Ne? Man sollte also frei mit seinen Kolonien handeln können und Kolonien auch untereinander. Und ein ganz wichtiger Punkt, der zu der Verschärfung von diesem Wettbewerb führte, war, dass man festschrieb, dass nur der Staat alle Kolonie als seine betrachten kann, der auch tatsächlich die Gewalt über diese Kolonie ausübt. Also es reicht nicht, wenn sie da irgendwie nur zwei Typen reinschicken, die dann dem König irgendwie sein Königreich abkaufen, ne? Sondern sie müssen die nötigen Gewaltmittel, die nötigen militärischen Mittel haben, also die nötigen Truppen zum Beispiel, um das Land auch tatsächlich in Besitz zu nehmen. Ja? Sie müssen sich überlegen, viele frühere Kolonialreiche bestanden nicht daraus, dass man da hunderttausende Truppen, also zum Beispiel britische Truppen hinschickte, sondern die britischen Kolonialherren waren eine sehr kleine Kaste, eine sehr dünne Schicht der Gesellschaft. Und das Kolonialreich an sich, die Kolonie an sich, wurde oft von Einheimischen verwaltet, ja? Im Auftrag der Kolonialherren. Damit wollte man hier so ein bisschen Schluss machen, mit der Schlussakte der Berliner Konferenz. Und es sollte also nur die Macht Anspruch auf eine Kolonie haben, die sie tatsächlich in Besitz nehmen kann. Zu was das natürlich führte, war, plötzlich schifften hier alle zehntausende Soldaten nach Afrika, um schnell noch sich das alles zu sichern, was noch offen war. Und wir hatten hier eine ganze Reihe von zwischenstaatlichen Krisen, die in den Kolonien ausgetragen wurden, die alle ihre eigenen Wikipedia-Seiten haben, die alle sehr spannend sind. Zum Beispiel die Marokko-Krise oder die Krise am Horn von Afrika. Eines der unrühmlichsten Kapitel der Kolonialgeschichte in Afrika, vielleicht kennen Sie das Buch, wer kennt das Buch? Okay, ein paar von Ihnen. Eines der unrühmlichsten Kapitel in der afrikanischen Kolonialgeschichte ist der sogenannte Freistaat Kongo, ja? Das, was hier also Belgisch Kongo hieß, der zum persönlichen Eigentum des belgischen Königs Leopold II. Wurde. Ne? Den sehen Sie hier auch auf dem Buchcover. Und Leopold II. Begann auf unglaublich brutale Art und Weise den Kongo auszunützen und auszubeuten. Also, und wenn ich unglaublich brutal sage, dann meine ich das nicht irgendwie wie so standardbrutal, sondern wir sprechen hier von Völkermord. Ja? Also nach einigen Schätzungen war, als Leopold II. Fertig war mit diesem Stück Land, lebten da 50% weniger Menschen. Stellen Sie sich einfach mal vor, wir hier sind der Kongo, Sie sind alle tot. Sie leben noch. Ne? Also, ne, ja, tut mir leid, ich hätte es auch andersrum machen können, ja, ich weiß. Was Ihnen sagen wir, 50% sind grotesk. Selbst im Zweiten Weltkrieg hatten Sie nur eine Gesamtsterblichkeit unter der Zivilbevölkerung von irgendwie 5% oder so. Hier sind Millionen von Menschen kamen hier um, ja, in den unglaublichsten Umständen. Das war so brutal, dass selbst zu dieser Zeit es eine internationale Menschenrechtskampagne hier geben gab, nämlich die erste. Ne? Es gab hier einige britische Aktivisten und Journalisten, die also zuerst mal publik machten, was denn hier passierte. Denn das wusste man in Europa nicht. Ja? Und Leopold II. Tat natürlich alles dafür, dass es nicht bekannt wurde, der Völkermord, der hier passierte, in der Ausbeutung. Also die erste große Menschenrechtskampagne fand hier im Fall des belgischen Kongo statt. Und der Druck wurde irgendwann so groß, dass Leopold II. Also das Ganze aufgab. Wie gesagt, nicht nachdem er es schaffte, Millionen Menschen durch Strafarbeit, Exekutionen, Vertreibungen und so weiter umzubringen in dem Land. Also eines der düstersten Kapitel. Und das also ein ganz berühmtes Buch hier von Adam Hochschild, ich glaube, er ist Amerikaner, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, King Leopold's Ghost, der also bespricht, wie es dazu kam, zu dieser Ausbeutung des Kongo, was da passiert ist und eben auch diese Kampagne dagegen. Ja? Als Leopold II. Den Kongo abgab, war ihm offensichtlich schon noch bewusst, dass er da irgendwas auf dem Gewissen hat, denn er ordnete also an, dass die Archive aller kolonialen, dass alle Schriftstücke, die mit dem Kongo zu tun hatten, die er in seinem Palast hatte, verbrannt werden sollten. Und das Zitat ist von ihm überliefert: "They have no right to know what I did there." Ja? Also zeigen Sie es doch heute nochmal dem alten König Leopold. Und lesen Sie vielleicht darüber. Eines der düstesten Kapitel europäischer Kolonialgeschichte. Anders lief das Ganze in Asien ab und auch ein bisschen
mit ein bisschen mehr Varianz, was die Effekte angeht, die europäische Kolonisierung hier hatte. Es gab hier also ein ähnliches Muster wie Afrika, nämlich dieser leicht wahnsinnige Drang, möglichst viele Gebiete abzugreifen. Aber es gab hier einen deutlichen Unterschied, und zwar, anders als in Afrika, gab es hier schon teilweise hunderte Jahre alte, gut etablierte Nationalstaaten mit einer eigenen Bürokratie, mit einem eigenen Staatsvolk und so weiter, die hier unterjocht wurden, systematischerweise. China und Japan, die beiden Hauptmächte in der Region, die zeigen allerdings sehr unterschiedliche Entwicklungspfade, was Kolonialisierung angeht. Unter anderem deswegen, weil sie unterschiedliche Staatlichkeiten zeigten, aber auch, weil sie unterschiedlich mit Kolonialisierung umgingen. Ein Akteur, auf den wir heute jetzt nicht eingehen, bei der Kolonialisierung Asiens, sind die USA, weil uns die Zeit einfach fehlt. Ne? Aber die Tatsache, dass auf den Philippinen heute Englisch gesprochen wird, ist natürlich kein Zufall. Ne? Da waren die Amerikaner zum Beispiel Kolonialherren. Der Effekt in den beiden Ländern, die uns besonders interessieren, ist der Kolonisierung, ist, dass China wird unterworfen und gedemütigt und Japan etabliert sich als eigene regionale Macht und eventuell sogar als eigene Kolonisationsmacht. Ne? Also ganz unterschiedliche Entwicklungen. Wir gucken jetzt mal kurz an, wie es dazu kam. In Südostasien, auch hier begannen die Kolonialmächte, sich möglichst viele Ländereien und Gebiete zu sichern. Frankreich vor allem hier in Südostasien, ne, also französisch Indochina, was heute Vietnam ist zum Beispiel. Großbritannien sicherte sich hier unten Teile der malaiischen Halbinsel, Singapur und Borneo. Die Niederlande waren hier unten auch, die sieht man auf der Karte leider nicht mehr ganz so. Und so etwa bis 1910 hatten alle Kolonialmächte hier ihr Gebiet abgesteckt. Deutschland übrigens auch vertreten, ne? Auch da, wir waren wieder ein bisschen spät dran, ne? Deutschland hatte dieses Gebiet, und ich versuche jetzt erst gar nicht, das hier auszusprechen, weil das werde ich nicht ordentlich hinkriegen. Auf Deutsch wurde das allerdings Kiaochu genannt. Ja? Sie können noch heute nach Berlin-Wedding fahren, da gibt es eine Kiaochu-Straße, ja? Die übrigens, kein Scherz, vom Pekingplatz wegführt. Super Sache. Ganz toll. Also genauso wie in Afrika auch war das Deutsche Reich hier ein Nachzügler und versuchte und pachtete hier also ein Gebiet von China, in dem sie dann ihre eigene Kolonialmacht durchsetzen. Und da gibt es fantastische Bilder von natürlich damals eben chinesischen Leuten, die durch eine Straße laufen und an den Häusern hängen Schilder wie Friseur oder sowas auf Deutsch. Ne? Sieht alles total strange aus. In China, und die sehen Sie eine der üblich rassistischen Karikaturen aus der Zeit, ne? In China passierte also, China musste eine Periode der Unterwerfung durchmachen. Die europäischen Staaten hier versuchten sich so viel wie möglich von dem Kuchen, der China war, also abzuschneiden, so viel wie möglich Gebiete zu kontrollieren. Das lag unter anderem daran, dass bevor die Kolonialmächte kamen, hatte China eine lange Zeit der Selbstisolation durchgemacht. Die chinesischen Herrscher waren auf fast schon berühmte Art und Weise stolz natürlich auf ihre eigene Historie, auf ihre Kultur. Aber das ging bis zu dem Punkt, wo man annahm, dass außerhalb Chinas praktisch überhaupt nichts von Wert existieren kann. Das heißt auch, dass technologische Innovationen zum Beispiel spät oder gar nicht nach China kamen. Und China wehrte sich auch lange gegen die eigene Öffnung für Handel durch die europäischen Kolonialmächte. Vor allem die Briten, die kümmerte das gar nicht. Die Briten, die unterwarfen, die brachen den chinesischen Widerstand in mehreren Kampagnen. Und da müssen Sie jetzt also, das müssen Sie sich echt so überlegen, dass hier die, im Opiumkrieg zum Beispiel, da heuerten dann gewissermaßen britische Kaufleute die britische Regierung dafür an, dass britische Kanonenboote nach China reinfuhren und chinesische Forts so lange bombardieren, bis die Chinesen zulassen, dass man da Opium verkaufen darf. Ja? Also das britische Empire in China war damals so eine Art ein einziges Breaking Bad. Das britische Empire verkaufte also Tonnen und Abertonnen von Opium nach China, weil es brachte eine Menge Geld. Also in mehreren von solchen demütigenden Kampagnen, in denen die Europäer die technologische Übermacht hatten und dadurch auch sehr, sehr große chinesische Heere zurückschlagen konnten, brachen die Europäer also effektiv den chinesischen Widerstand, und China musste diese Erniedrigung über sich ergehen lassen, dass da also jetzt Kolonialherren reinmarschierten und dieses Land mit einer jahrtausendealten Geschichte,
dass die dem einfach diktierten, was da jetzt passieren soll. Ne? Also eine große nationale Demütigung. Einige der Verträge, die geschlossen wurden, die sind ungefähr so wie die Verträge, die sie schließen würden, nachdem sie ihren kleinen Bruder verprügelt haben. Ne? Also nicht furchtbar fair, denn sie können ja alles machen. Ne? China musste also diese Verträge unterschreiben, schlicht weil sie keine andere Wahl hatten. Unter anderem mussten sie Hongkong an England abtreten. Und das Ganze endete dann damit, dass China so geschwächt war, dass also Teile, die bisher zu China gehörten, wie Taiwan oder Korea, dann hinterher an andere regionale Kolonialmächte fielen. Also China wurde unterworfen, unterjocht, das chinesische politische System zerstört und China wurde zu einem besetzten Gebiet. Jetzt im Vergleich dazu, Japan machte einen etwas anderen Pfad durch. Auch die hatten einige hundert Jahre von Selbstisolation hinter sich, in der man eben der Meinung war, alles, was es an Zivilisation und Technologie wert ist, erforscht zu werden, ist schon erforscht worden, und zwar in Japan. Das Ganze hat natürlich dann nicht ganz geklappt, als die ersten europäischen Kanonenboote in die Häfen rollten. Aber die Japaner reagierten hier anders drauf. Was Sie hier sehen, ist zum Beispiel eine japanische Handelsdelegation zu den USA. Also die Japaner zum Beispiel, die warfen sich in westliche Anzüge und begannen eine große World Tour of irgendwie hier ökonomischer Verhandlungen, um Handelsverträge, bilaterale Handelsverträge abzuschließen mit den Kolonialmächten. Und schafften es zwar, auch die mussten einige ungleiche Verträge über sich ergehen lassen, aber die schafften es eben mehr mit den Kolonialmächten zu verhandeln und mit ihnen eine Handels- und Interaktionsbeziehungen einzugehen, als unterworfen zu werden. Mit dem Erfolg, dass sie schafften, ihre relative Macht in der Region dahin zu übersetzen, dass sie selbst zu einer Kolonialmacht wurden. Also anders als China schaffte es Japan, die eigene Stärke in der späteren Hälfte des 19. Jahrhunderts so weit aufzubauen, dass sie jetzt also als Kolonialmacht in Asien agieren konnten. Ne? Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das ist ungefähr so, als würde jetzt Belgisch-Kongo eben anfangen, Afrika zu übernehmen, während die anderen Kolonialmächte da auch noch sind. Ne? Also ziemlich eine ziemlich interessante Entwicklung. Ne? Und Sie sehen ja gleich mehrere wichtige Gebiete hier, die es Japan schafft, vor allem von China zu erobern. Das heißt also, wir haben zwar einige Dinge, in denen sich China und Japan hier ähnlich sind, in dem Umgang mit kolonialer Herrschaft, aber wir haben eben auch einige wichtige Unterschiede auf diesem Pfad. Ne? Und die resultieren darin, dass am Schluss China als eine unterworfene Macht dasteht und in Interessensphären aufgeteilt wird und dass Japan auf der anderen Seite sich selbst zu einer Kolonialmacht entwickelt. Jetzt nach diesem Blick in die restliche Welt raus, gucken wir nochmal zurück nach Europa. Wir sind jetzt schon am Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts. Wir hatten also, wenn man die Welt mal anguckt, außer den traditionellen Großmächten, wie zum Beispiel Frankreich und England, hier vor allem drei andere Großmächte, die also an den Verhandlungstisch drängten. Das waren da einmal die USA, vor allem durch ihre Größe und durch ihre wirtschaftliche Entwicklung. Das waren das Deutsche Reich aus dem gleichen Grund und Japan als Kolonialmacht in Asien. Die verlangten also in zunehmendem Maße ihren Platz am Tisch, ja, und wollten sich nicht mehr zufrieden geben, dass die etablierten Mächte die Welt unter sich irgendwie ausmachen. Ein wichtiger Trend hierbei war natürlich, dass die nachfolgend industrialisierten Mächte, zum Beispiel Deutschland und Japan, generell eine schnellere Industrialisierung durchmachten als die ursprünglich industrialisierten Länder. Das heißt, Deutschland industrialisierte sich sehr viel schneller als Großbritannien in einem weiteren Ausmaß und überholte Großbritannien gegen Ende des 19. Jahrhunderts auch in der Industrieproduktion zum Beispiel. Und natürlich dadurch, dass Deutschland unter Bismarck geeinigt wurde oder dass es ein größeres deutsches Reich gab, war das eine weitere Herausforderung von Großbritannien, ne? Rein im Sinne der Fläche und der Bevölkerungszahl. Und wie ich es gerade schon sagte, ne, Japan steigt jetzt also in der Region Asiens selber zu einer regionalen Macht auf und ist nicht wie die anderen Mächte drumherum an die Kolonialmächte gebunden. Und beide Mächte, Japan und Deutschland, fordern die Briten heraus. Bis zu dem Zeitpunkt hatten die Briten die absolute Hegemonie auf der See. Sie erinnern sich noch, eines der britischen Kernziele war es, die Transportlinien zwischen den Kolonien sicherzustellen. Und das konnte man nur dann, wenn man eine riesige Navy hat, ne? Wenn man eine riesige Marine hat. Und Wilhelm II., sehen Sie, ne? Der Bismarck rausschmiss, der spielte auch gerne mit
so sollte ich es nicht sagen, er spielte mit Spielzeugbootchen, aber so ungefähr behandelte er seine Flotte. Er meinte eben so ein bisschen wie Donald Trump, ne, wir brauchen hier mehr. Mehr ist besser. Ja? Und das bezog er vor allem auf die Seeflotte. Ja? Also Deutschland legte sich zu der Zeit eine riesige Marine zu, obwohl natürlich die paar kolonialen Besitztümer das überhaupt nicht nötig gemacht hätten. Ja? Wir sehen hier eine berühmte Karikatur. Puck ist ein britisches Satiremagazin von irgendwo so Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Untertitel heißt No Limit. Ne? Wie Sie das beim Poker so kennen, jetzt so praktisch, ne, alles rein. Und Sie sehen hier also, die europäischen Großmächte werden so wahrgenommen, dass die hier miteinander pokern, wer jetzt hier die stärkste Flotte hat. Ne? Und wir haben hier mit einem der ersten echten Rüstungswettläufe der Geschichte. Also hier begannen dann die Briten auf der anderen Seite und vor allem das Deutsche Reich auf der anderen Seite, ihre Flotten aufzubauen, ziemlich ohne Sinn und Verstand. Gebraucht hätte man das nicht. Stellen Sie sich das ein bisschen vor wie den Wettlauf um das größte nukleare Arsenal. Wie Sie alle wissen, und da werden wir später in der Vorlesung noch drüber reden, wie Sie alle wissen, hatten wir zu irgendeinem Zeitpunkt mal irgendwie 60.000 Atomsprengköpfe auf der Welt rumliegen. So viel braucht natürlich keine Sau, um die Welt auszulöschen. So viel braucht man auch nicht, um Großmächte auszulöschen. Das war ein Rüstungswettlauf. Die Dynamik, die dahinter steckt, die werden wir in zwei Vorlesungen nochmal untersuchen. Also hier ein Rüstungswettlauf um den Flottenbau. Und hier jetzt noch eine kleine Leseempfehlung. Es gibt ein ganz interessantes Buch über diesen Zeitraum 1900 bis 1914. Das heißt The Vertigo Years, also besser, vielleicht eine andere Übersetzung wäre so die Schwindeljahre. Schwindel in dem Sinne von, und deswegen ist das Buch so interessant, es beschleunigte sich alles unglaublich. Die Leute klagten drüber, ja, wie schnell soll denn die Welt noch werden? Wo sollen wir hin? Was soll das alles? Wie gehen wir damit um? In welchem Ausmaß können wir die Welt schützen? Wie können wir Konflikte vermeiden? Und so weiter. Also viele der Fragen, die sich Leute in dieser ganz interessanten Zeit stellten, die sind 100 Jahre später noch genauso relevant. Also ich kann Ihnen das empfehlen. Philip Baum ist der Schriftsteller. Er heißt The Vertigo Years. Wie kamen wir jetzt also von dieser territorialen Expansion und den gelegentlichen Konfliktherden, wie rutschten wir jetzt in den Ersten Weltkrieg, den wir als Endpunkt des langen 19. Jahrhunderts ansehen? Es gab, wie ich das schon vorher gesagt habe, ein tiefes, tiefes Ressentiment zwischen Frankreich und Deutschland. Es ist vielleicht kein Zufall, dass es ein französisches Wort ist. Wie Sie sich noch daran erinnern, hatte das Deutsche Reich Frankreich dazu gezwungen, im eigenen Spiegelsaal die Kapitulationsurkunde zu unterschreiben. Und Frankreich war für Deutschland so der Erbfeind und umgekehrt. Also Erbfeind heißt nichts anderes als, wir streiten uns, weil wir schon immer gestritten haben. Ne? Also ein bisschen so wie in der Familie, sollte ich nicht sagen, weil jetzt kriegen Sie einen ganz schlechten Einblick in mein Familienleben. Denn offensichtlich verprügel ich ja schon meinen kleinen Bruder und so. Also da wollen wir jetzt gar nicht erst hin. Also es gab tiefe Verstimmungen zwischen den beiden Ländern, die vertrauten sich überhaupt nicht und warteten immer nur drauf, dass der andere den ersten aggressiven Schritt macht. Deutschland, genauso wie zu Bismarcks Zeiten, fürchtete eine Umzingelung von Feindmächten. Im Russisch-Japanischen Krieg wurde Russland von Japan geschlagen. Dabei gab es eine ganz interessante Sache, die Ihnen vielleicht sonst auch noch bekannt vorkommen wird. Im sogenannten Battle of Port Arthur 1904, da gab es einen japanischen Angriff auf die russische Marine, die in einem Hafen lag, und die russische Marine wurde versenkt. Und so begann der Konflikt, so begann der russisch-japanische Krieg. Sie sehen also, manchmal kommt eine Idee nicht nur einmal in die Geschichte zum Tragen, sondern mehrmals. Ne? Auch hier wieder sehen Sie die Muster. Also Japan griff Russland an, versenkte erstmal die Marine und schlug Russland dann in einem relativ kurzen Feldzug ziemlich vernichtend. Das bedeutete auch, dass Russland aufhörte, nach Osten zu gucken und jetzt wieder anfing zu schauen, hey, was ist denn eigentlich hier in Europa los? Wir haben ja mal ein paar Jahre nicht drauf geachtet, weil wir waren mit unseren kolonialen Besitztümern in Mittelasien beschäftigt. Was geht denn eigentlich im Balkan? Ja? Was im Balkan ging, waren Konflikte vor allem zwischen Österreich, Russland und lokalen Nationalisten. Also lokale Nationalisten im Sinne von, da gab es natürlich einige Staaten, wie zum Beispiel Serbien, die alle starke nationale Bewegungen hatten, die Unabhängigkeit wollten von diesem ziemlich unbequemen und multiethnischen, multireligiösen Gebilde, das Österreich-Ungarn war. Österreich annektierte Bosnien temporär, ja, klar, wir gehen absolut wieder raus, versprochen, hoch und heilig, taten sie natürlich dann nicht.
Sie annektierten das dann vollständig. Die Serben auf der anderen Seite waren hochgradig verstimmt dadurch und verfolgten also mit Rückhalt von Russland, übrigens auch das sehen Sie 100 Jahre später auch noch, ne? Serbien mit Rückhalt von Russland verfolgte also seine eigene panslawische Ideologie. Die Serben versuchten also waren der Meinung, da sollte es ein slawisches Reich geben auf dem Balkan und kein Reich, was zum Teil zu Österreich gehört, sondern ein slawisches Reich, natürlich zufällig unter Führung von Serbien. Ne? Ist reiner Zufall. Und die letzte Sache, die im Balkan passierte, war, dass das Osmanische Reich in mehreren Kampagnen ganz dramatisch an Gebiet verlor. Gibt es noch irgendjemanden, der hier Karl May gelesen hat? Wahrscheinlich nicht. Ne? Ah, tatsächlich. Okay, Sie erinnern sich vielleicht ja noch dran. Also Karl May, ne, schrieb um die Jahrhundertwende. Und immer wenn Karl May oder seine verschiedenen Alter Ego, Supermänner, über die er in seinen Büchern da schreibt, immer wenn der irgendwie in die Nähe des Osmanischen Reichs kam, dann schrieb er immer vom Osmanischen Reich als dem kranken Mann Europas. Ne? Das Osmanische Reich lag da nieder, es war innerlich verkrustet, es konnte sich nicht mehr selber ordentlich verwalten und ihm wurden in mehreren Feldzügen von den umgebenden Regionalmächten viele, viele Gebiete abgenommen und ab dann war es nur noch eine Frage der Zeit, wann das Reich an sich irgendwie in sich zusammenfiel. Also diese Neuordnung auf dem Balkan und diese Konflikte auf dem Balkan, ne, die waren eine längere Entwicklung. Da war nicht nur, es gab da nicht nur einen Konflikt, sondern gleich mehrere. Es half natürlich nicht, dass Deutschland unter Wilhelm II. Eine Außenpolitik betrieb, ne, der ganz breiten Hose. Also wenn es einen Konflikt gab, dann konnte man natürlich nicht zurückstecken. Diplomatie war keine Option und die erste Option sollte eher immer erstmal sein, abtesten, wie weit kann man denn gehen, bevor es irgendwie alles in Bach runtergeht. Ja? Also Deutschlands Politik war aggressiv, expansionistisch und darauf ausgerichtet zu testen, wie weit man die Grenzen, die anderen Großmächte einem gaben, denn austesten kann. Und der Wettbewerb dieser aufstrebenden Staaten und der etablierten Staaten war also das, was diese 15 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg also prägte. Ne? Wir haben also gleich mehrere Konfliktherde, gleich mehrere Konfliktgebiete, gleich mehrere Krisen, die vielleicht, könnte man sagen, auch zu was Größerem geführt haben könnten. Vielleicht hatten wir einfach nur Glück, dass es dann nochmal ein Jahr länger gedauert hat, oder wenn man Glück sagen kann. Der Weg in den Ersten Weltkrieg endet hiermit. Ne? Was ich immer besonders ironisch finde am Ersten Weltkrieg, ist die absolute Farce, die dazu führte, dass man dazu kam. Ja? Also ich weiß nicht, wie viel Sie über die Ermordung von Erzherzog Franz Ferdinand und seiner Angetrauten wissen. Das Attentat fand in Sarajevo statt. Ne? Erzherzog Franz Ferdinand, ein mürrischer Mann, den mochte niemand so ganz besonders, ein Denker, ein österreichischer Adliger, also wie er im Buche steht, der besuchte Sarajevo als Staatsbesuch. Und er sollte ermordet werden. Das beschlossen gleich mehrere serbische Attentäter. Es waren insgesamt nämlich 6 Attentäter, die an dem Tag zum Tragen kamen. Nicht nur einer. Ne? Den einen, den werden Sie kennen, weil man den Namen normalerweise kennt. Das war Gavrilo Princip. Ne? Der war ein serbischer Nationalist. Er war aber nicht alleine. Wie das Attentat ablief, ist deswegen interessant, weil Sie heute noch nach Wien fahren können und da zum Beispiel das Auto besichtigen können, in dem Franz Ferdinand saß, in dem er erschossen wurde. Ne? Kann ich empfehlen, ein super Museum, das Museum für Militärgeschichte dort. Und die Pistole, aus der das Schuss abgeschossen wurde, wird da auch ausgestellt. Ne? Bisschen morbide, aber sind die Österreicher ja. Das Attentat lief so ab, dass er auf dem Staatsbesuch saß, setzte sich ins Auto. Er fährt mit dem Auto, also ne, wie man das so kennt, von der Queen oder so, die Straße runter, jubelnde Massen rechts und links. Er fährt am ersten Attentäter vorbei. Der erste Attentäter ist so in Panik, dass er nicht abdrücken kann. Er fährt am zweiten Attentäter vorbei. Auch der zweite Attentäter ist so, ich hätte jetzt gerade was machen müssen, aber er kann nicht. Er fährt am dritten Attentäter vorbei. Der dritte Attentäter fasst sich ein Herz, zündet seine Bombe, wirft die Bombe, trifft das falsche Auto. Die Bombe explodiert, der Attentäter denkt sich, scheiße, alles ruiniert. Er schluckt eine Giftkapsel, um sich umzubringen und springt in den Fluss. Die Giftkapsel lässt ihn aber nur erbrechen und der Fluss ist nur 10 Zentimeter tief. Das heißt, selbst der Selbstmord gelingt ihm nicht an dem Tag, geschweige denn der Mord an dem anderen. Das ist der dritte Attentäter.
Auch die anderen Attentäter schaffen es alle nicht, die Schüsse abzugeben, die sie hätten abgeben sollen. Der Erzherzog Franz Ferdinand fährt ins Rathaus, hält da sogar noch eine Rede, muss vorher seine Rede noch von dem Blut trocknen, das drauf ist, weil in dem Auto vor ihm die Bombe gelandet ist. Als er rauskommt, wieder in sein Auto steigt und zurückfahren will, biegt sein Auto falsch ab, muss wenden. Und als es wenden muss, glaubt eine Person seinem Glück nicht zu trauen. Das ist nämlich Gavrilo Princip, der vor einem Delikatessenladen steht und sich überlegt, was er denn jetzt macht. Und direkt vor ihm wendet also schön langsam das Auto von Franz Ferdinand. Die paar Sekunden reichen offensichtlich aus, um dass er sich ein Herz fasst. Er gibt mehrere Schüsse ab und verwundet sowohl Franz Ferdinand als auch seine Angetraute tödlich. Ne? Also eine absolute Farce, ne, die sich da abspielt. Also das schlecht geplanteste und schlecht durchgeführteste Attentat aller Zeiten. Aber es führt eben trotzdem dazu, dass es hinterher einen Weltkrieg gibt. Ne? Also wir müssen uns überlegen, durch was für eine bizarre Verkettung von Ereignissen wir in den Ersten Weltkrieg rutschten. Der Rest ist relativ schnell erzählt. Wir hatten ein in Dominohaft gegenseitige Erklärungen von Ultimaten und man ließ das Ultimatum verstreichen und man rückversicherte sich seiner Allianzen auf beiden Seiten. Und es bildeten sich schnell diese beiden Fronten mit Serbien und Russland auf der einen Seite und Deutschland und Österreich auf der anderen Seite. Und sowohl Frankreich als auch Großbritannien versicherten also, dass sie, wenn Deutschland und Österreich-Ungarn aggressiv vorgehen, dass sie dem Ganzen einen Riegel vorschieben. Vom 1. bis zum 6.8., Sie merken, ne, die Kommunikation ging alles ein bisschen langsamer, erklärte man sich gegenseitig den Krieg. Irgendwann hatte man dann mal, ne, hat alles seine Ordnung, alle hatten allen den Krieg erklärt und es konnte losgehen. Eine wichtige Sache, die wir natürlich nicht vergessen dürfen, übrigens hier rechts ist Franz Ferdinand, ne, wenn Sie es noch nicht gemerkt haben. Eine wichtige Sache ist natürlich, dass die Ermordung von Franz Ferdinand vielleicht jetzt der Auslöser für den Krieg war, aber die Ursache für den Krieg lag natürlich in dieser zunehmenden, aus dem Gleichgewicht geratenen Machtbalance, in den zunehmenden Konflikten der Großmächte untereinander. Über all das werden wir in den kommenden Sitzungen noch reden. Also wir können sagen, global war die Wahrscheinlichkeit eines Kriegsausbruchs eh schon hoch. Ob jetzt also der hier ermordet worden wäre oder ob Deutschland vielleicht mal mit dem Kanonenboot in Agadir das falsche Fort beschießt, wäre wahrscheinlich aufs Gleiche hinausgelaufen. Also die kurze Zusammenfassung dieser Epoche. Wir haben also eine relative Friedenszeit nach den Napoleonischen Kriegen. Wir haben den Wiener Kongress, dessen System für fast 40 Jahre sehr gut funktioniert. Wir haben Industrialisierung und Kolonialisierung, die die Welt neu ordnen, aber die auch für zunehmende Konflikte sorgen zwischen den Großmächten. Und diese lokalen Konflikteskalationen führen dann am Ende des langen 19. Jahrhunderts, über das wir jetzt einen Vorhang ziehen, also zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Alles klar, das war's für heute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche.